Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute ein Kartenrolling zeigen. Also nicht die Karte an sich, ich werde sie nicht mit euch dekorieren, sondern es geht die Art und Weise, wie sie gemacht wird und wie sie dann aussieht. Und weil das viel zu lange dauern würde, wenn ich dann noch dekoriere, ihr kennt mich ja, zeige ich euch nur den Kartenrolling. So, wir brauchen ein Stück von einem großen Farbkarton, also 30,5 hat man nie immer da, aber wenn man was hat, kann man die Karte machen. Wir brauchen 30,5 mal Moment, 15,2. So. Und wir legen auch gleich die lange Seite an und falzen bei. Moment, ich brauche meinen Falz. Ja, ich habe meine Falzklinge nicht gefunden. Ich glaube, ich sollte mir eine neue zulegen. Wir falzen bei 10,2. So, einmal durchfalzen. Packe euch wieder alles unten in die Infobox, dass ihr es nochmal nachlesen könnt. Und bei 20,3. So, jetzt bauen wir uns ein Fenster, was hier entstehen wird. Hier drüben. Und dazu müssen wir hier Falzlinien ziehen und schneiden. So, wir ziehen uns jetzt erstmal die Falzlinien. Und wir haben ja hier eine Skala. Und die müssen wir jetzt benutzen. Natürlich praktisch, wenn ihr jetzt eine Falzklinge habt. Ich muss jetzt quasi improvisieren, weil ich nicht richtig zielen kann. Klappt trotzdem. Also, wir legen jetzt an, wir bleiben so. Wir legen jetzt an bei 12,7 und falzen jetzt von 2 cm bis 13 cm, dass wir quasi unten und oben 2 cm Platz haben. Könnt ihr aber variieren. Ihr könnt auch nur anderthalb oder ein oder drei. Das ist euch überlassen. Aber ich mache jetzt mal zwei. So, ich muss jetzt mal gucken hier. Das ist wirklich ein bisschen schwierig. Aber ich finde die nicht. Ich bin gerade noch mal unter den Tisch gekrabbelt und habe mir gerade den Finger geschnitten. Gut, ne? Ja. So. So sieht das dann aus. Eine Falzlinie. Ne? So. Dann müssen wir nochmal falzen, ist klar, wir brauchen ja mehrere. Aha. Und zwar bei 16,5. Wieder genau dasselbe Spiel. Von 2 bis 13. So. Jetzt legen wir an bei 20,3. Und auch da wieder. So. Und die letzte bei 27,9. Ja, gut. Und da auch wieder. So. Und jetzt bin ich ein bisschen weit, glaube ich. Nö, passt. So. Ach, ich habe eine vergessen. Hoppala. Gut, dass ich euch unten reinschreibe. Wir müssen auch noch falzen bei 24,1. Also immer schön unten in die Infobox gucken. Kann ja mal sein, dass ich was vergesse. Hoppala, nicht verrutschen. So, jetzt haben wir alle. Ich habe gewundert, fehlt doch eine. Wir brauchen nämlich diese vier kurzen Falzlinien und die zwei langen. Und jetzt schneiden wir von der ersten kurzen bis zur letzten kurzen. Einmal durch, auf beiden Seiten. Na, also ihr legt jetzt an. Und setzt hier an. Das sind, ich glaube, das ist bei 28, ne? Aber ihr seht es ja eigentlich und ihr könnt das ja justieren. Ihr könnt es ja immer wieder hochheben und gucken, ne? Ich drücke da jetzt einfach mal rein. So, fahr mal hoch. Wo ist sie? Da ist sie. So, dann kann man ja immer wieder gucken. Das passt. Unten fehlt noch ein Mü. So. Okay. So sieht das dann aus. Und ich bin gerade etwas verrutscht, deswegen bin ich nicht ganz oben. Das macht jetzt aber nichts. Das ist nicht schlimm. Also. Und auf der anderen Seite genau dasselbe Spiel. Einmal unten an den Kanten, an den Enden anlegen von den Falzungen und dann, ich muss immer ein bisschen gucken hier,
So. Ich glaube, ja, bei mir verrutscht das gerne mal irgendwie. Na, bleibst du liegen. Glaube, jetzt habe ich es. Ja. So, da kann das Schneidebrett auch schon weg. Jetzt können wir auch alles durchfalzen. Und die kleinen Falzungen macht ihr einfach wie eine Ziehharmonika, ne? Also, vor, zurück, vor, zurück. In die Richtung. So. Also, hinten, vorne, hinten. Also hier wieder vorne. Und das ist ja egal, wie in welcher Reihenfolge ihr das macht. Und hier auch wieder hinten. So. Und das ist das ganze Zauberwerk. Schaut mal. Ja, ihr seht nicht viel. So sieht es jetzt aus. Ihr könnt das variieren. Ne, ich sagte ja gerade von wegen, ihr könnt das hinten, vorne oder halt andersrum, vorne, hinten. Ich habe es jetzt hinten vorne gemacht. Ne, von hier abgezählt. Dann kommt es nach vorne. Wenn ihr das andersrum macht, ich habe vorhin schon mal eine gemacht, dann ist das nämlich hinten. Ich kann euch die mal zeigen. Oder? Doch, hier müsste es ja genau andersrum sein. Ja, dann habt ihr dieses Fensterchen hinten. So sieht das dann aus. Also je nachdem, wie ihr das faltet, habt ihr es vorne oder hinten. Und jetzt könnt ihr das komplett gestalten, wie ihr wollt, mit Designerpapier. Dann könnt ihr noch einen Spruch reinschreiben. Und die ist ja zum Hinstellen gedacht, ne? So, entweder so oder so. Und ihr könnt sie trotzdem aber falten, wenn ihr die verschicken möchtet. Also einfach hier geht's gut, einfach zusammenklappen. Ne? Und dann kann man die so in Umschlag tun. Ihr könnt ja hier sogar noch eine Botschaft reinschreiben, wenn das dann nach innen faltet. Also das ist komplett euch überlassen. Wie gesagt, ich wollte euch nur mal die Konstruktion zeigen. Wenn ich jetzt dekorieren würde, ihr kennt mich ja, ich würde wieder ewig brauchen. Und ach, nee. Ihr macht das schon schön und bin gespannt auf eure Ergebnisse. Ihr könnt mir gerne Bilder schicken. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Ich freue mich immer tierisch drüber. Und ihr könnt mich auch gerne jederzeit kostenlos abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Das sieht man gar nicht so gut, ne? Mit dem Dunkelblau. Ich mag Dunkelblau. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!